Hallo, diesmal wieder ein experimentelles Video, diesmal wieder ein Präparaturvideo. Und zwar eine kurze Vorgeschichte. Im November 2022 hat mir ein Besucher meiner Webseite eine Mail geschrieben. Er hat eine Nixie-Uhr, die von seinem Vater in den 70er Jahren gebaut wurde. Und diese Uhr wurde bei der Flut überflutet und ist nicht mehr lauffähig. Und er hat mich gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, diese zu reparieren, beziehungsweise wie er die Fehlersuche eingrenzen kann. Ich habe kurz geantwortet, welche Möglichkeiten oder Fehlerquellen es gibt. Das Problem war aber, er war elektrisch jetzt nicht ganz so fit, dass er dem nachvollziehen konnte. Und ich habe ihm angeboten, er soll mir die Uhr schicken. Ich versuche, sie zu reparieren. Was aber eventuell etwas dauern wird, weil ich es in meiner Freizeit mache. So, und in der Zwischenzeit ist die Uhr angekommen. Sie kam Ende des Jahres. Heute ist der 3. Januar und ja, schauen wir mal, wie lange es dauert. Das Video wird natürlich in mehreren Teilen aufgenommen. Und ich weiß nicht, wie die Uhr aussieht. Ich habe zwar schon einige Bilder gesehen von den Innereien. Das Problem ist auch, es gibt keinen Schaltplan. Die Uhr ist wohl handgebaut. Ob ein Bausatz zugrunde lag, ist Fragezeichen. Ja, wir gucken uns die Uhr gleich mal an. Auch von innen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wollte noch ergänzen, dem Einsender liegt sehr viel an der Uhr. Es hängen persönliche Erinnerungen dran. Und wie ich ja schon in mehreren meiner Videos gesagt habe, habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht und kann das nachvollziehen. Und insofern würde ich ihm gern helfen. Als persönliche Anmerkung. So, was ab jetzt passiert, ist ungeskriptet und entzieht sich ein bisschen meiner Verantwortung. Das ist jetzt das Unboxing der Uhr. Man sieht schon an der Farbe, aus welchem Zeitalter sie stammt, nämlich die 70er Jahre. Man sieht auch, dass die Uhr im Wasser lag. Es sind deutlich Spuren von Schlamm. Das sind übrigens die Schrauben. Der Besitzer hat mir gesagt, dass er die Uhr nur provisorisch zusammengehalten hat, also mit diesen Gummibändern. Eine typische Bastellösung, die Plexiglasscheibe im Aluminiumprofil. Habe ich selbst auch in den 90ern gemacht. Die Uhr selbst. Ist übrigens das Ganze von hinten. Wie gesagt, es gibt keinen Schaltplan. Auch eine typische Durchführung. Das hier ist nochmal der Kasten in der Nahaufnahme. Wieder das typische 70er Jahre Orange.
Und das ist die besagte Uhr. Als erstes würde ich jetzt mal sagen, es sind zwei Transformatoren. Wahrscheinlich als galvanische Trennung. Also das wäre die typische Form. Einer produziert die geringe Spannung für das für die Elektronik und der zweite identische Trafo produziert die Hochspannung für die Nixie-Röhren. Auf diese Weise hat man eine galvanisch getrennte Hochspannung. Diese Styropor-Teil wurde mir schon angekündigt, dass der Einsender nicht weiß, für was der ursprünglich gedacht war. Genauso unbekannt ist auch die BNC-Buchse. Also die ist zwar eingeschraubt, also hier, die ist zwar eingeschraubt, aber nicht konnektiert. Das ist die Durchführung zum Netzkabel. Das ist ein innenliegender Schalter oder Putty. Kann auch eine Sicherung sein. Ne, es ist ein Putty, ich kann es drehen. Auch nicht Blödsinn, was ich gerade erzähle. Das ist die Sicherung wahrscheinlich, weil ich kann es rausdrehen. Und was sehen wir? Eine Sicherung. Das ist wahrscheinlich ein Spannungsregler, Festspannungsregler. Da kommen wir gleich zu, wenn ich die Elektronik auseinandernehme. Also die Elektronik wurde Mitte der 70er Jahre gebaut. Hier sind einige Kabel abgerissen. Das ist die Uhr von vorne. Die Platine scheint handgeätzt zu sein. Wahrscheinlich noch mit Eisen-3-Chlorid. Ich sage nur ein einziges Wort: gelb. Diejenigen, die damit schon mal gearbeitet haben, wissen, was ich meine. Sind die Einstelltaster wahrscheinlich. Nixie-Röhre könnte eine ZM1000 sein. Die Uhr wurde warm, also man sieht deutliche Spuren, dass die Transformatoren ziemlich warm wurden. Die haben auch das Platinmaterial angegriffen. Einige Bauteile wurden über der Platine angelötet. Ich weiß jetzt nicht, ob es so geplant war oder ob die nachträglich getauscht bzw. sind Kondensatoren oder als Stabilisatoren eingebaut wurden. Die
Mal schauen, ob das mit dem Zoom funktioniert. Das sind die Anodenwiderstände wahrscheinlich der Nixie-Röhren. Man sieht, die Nixie-Röhren wurden von Hand eingefädelt. Mir macht ein bisschen die Platine Sorgen, dass eventuell der Defekt daherkommt, dass die ganzen Motoren einfach thermisch überlastet waren. Oben ist eine Platine kopfüber. Eventuell sind das die Zählerbausteine. Das ist die Spannungsversorgung. Die Typenbezeichnung nicht genau lesen. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber zur Werkstatt. Man sieht hier die Transformatoren haben natürlich schon durch die ungeplante Wasserkühlung natürlich auch schon Rost gezogen. Es sind auch schon einige Spannungen notiert. Nämlich 171 Volt für die Anodenspannung der Nixie-Röhren, 6,9 Volt und 10 Volt. Der Schutzleiter wurde irgendwann mal abgeknipst. Auch das Kabel hier. Frage ist, war es Absicht oder Unfall? Weil die Enden sind isoliert worden. Hier ist ein Drehkondensator, wahrscheinlich zum Einstellen der Taktfrequenz. Auch der Teil der Platine ist anscheinend warm geworden. Gut, dann gehen wir mal rüber und schauen uns die Uhr genauer an. Einige Originalbilder des Einsenders von der Nixie-Uhr.
Man sieht, dass einige Bauteile fliegend verbaut wurden, sowie einige Lötungen nicht mehr ganz so frisch sind. Also kann es sein, dass einiges nachgelötet werden muss, auch weil teilweise einige Lötungen korrodiert sind. Zu den Bauteilen selber sage ich später etwas, wenn ich die Datenblätter vorstelle. Verbaut sind die klassischen TTL-Bausteine der 74er-Serie. Und es gibt ein kurzes Video, das den Einschaltmoment der Uhr zeigt. Wobei jetzt nicht sicher ist, ob es wirklich der Einschaltmoment ist oder bereits ein Folgefehler. Aber das wird sich klären. Hoffe ich zumindest. So, kommen wir mal zur näheren Ansicht der Elektronik. Ich möchte dazu sagen, dass ich jetzt kein Diss machen möchte. Ich beschreibe nur das, was ich sehe. Der besagte Vater scheint wohl an Elektronik so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber einige Lötungen sehen gebappt aus, wie man im Saarland so schön sagen würde. Versuchen wir mal herauszufinden, was ist. Inzwischen habe ich gesehen, es sind zwei Transformatoren. Einer für den Niederspannungsbereich und einer speziell für den Hochspannungsbereich, also die knapp 180 Volt für die Anodenspannung. Es gibt einen Hochspannungsgleichrichter. Die Hochspannung wird einweggleichrichtet. Das scheint der Glättungskondensator zu sein. Inzwischen habe ich auch, glaube ich, herausgefunden zu haben, für was die BNC-Buchse war. Und zwar der Oszillator, der wurde anscheinend rausgeführt, um halt extern zu messen. Und das 0-Volt-Potenzial scheint über die Erdung geflossen zu sein. Also es liegt zumindest die Länge der Kabel nahe, dass unter Umständen die Erdung des Netzkabels hier angeschlossen war, also an der Klemme, und die Signalverarbeitung vom Oszillator war hier. Inzwischen habe ich auch herausgefunden, dass das ein 2N3055 ist. Das ist ein NPN-Leistungstransistor, relativ beliebt. Ich gehe mal davon aus, der ist hier als Längsregler eingesetzt. Ich habe mich jetzt entschlossen, zuerst die Elektronik ein bisschen auseinanderzubauen, so weit wie möglich, und zu prüfen, ob die Spannungen stimmen, also sprich die Netzversorgung und die Spannungsgenerierung, also ob die Kondensatoren noch okay sind und ob die Spannungen einigermaßen stabil sind. So, die Rückplatte mit dem Netzstecker ist jetzt mal entfernt. Für was das Drahtputti ist, ist noch nicht ganz klar. Wahrscheinlich, eventuell ist es eine Helligkeitsregelung für die Anzeigen, wobei das unwahrscheinlich ist, weil Nixie-Röhren sind normalerweise nicht dimmbar, es sei denn, sie werden gemultiplext, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Aber bei der Analogelektronik bin ich noch nicht, aber beim Thema Nixie-Röhren. Inzwischen hat sich der Verdacht bestätigt, dass das der Glättungskondensator für die Hochspannung ist.
Das ist besagte Gleichrichterdiode. Wenn ich jetzt die Platine umdrehe, sieht man, dass das Ende des Kondensators, also hier ist die Gleichrichterdiode, hier ist der Kondensator, läuft parallel. Und der weiße Draht, White Wire Alert, Gruß an die Nightwire Historians, geht hier zu den Anodenwiderständen. Und das ist somit definitiv die Versorgungsspannung für die Anode der Röhren. Ich versuche die Platinen noch ein bisschen weiter auszuklabustern, dass man besser arbeiten kann. So, weiterhin ist aufgefallen, dass ein Kabel der Transformatoren abgerissen ist, nämlich das hier. Laut Beschriftung gehört es zur 10-Volt-Wicklung. Es wäre vielleicht zu einfach zu denken, dass das der einzigste Fehler war. Ansonsten ist die Konstruktion etwas seltsam aufgebaut. Es ist Fokus ungünstig. Die Platinen sind gestapelt mit mehreren Distanzen. Das macht es etwas schwierig. Anscheinend war beim Zusammenbau Wartung nicht wirklich im Fokus. Schauen wir mal weiter. So, ich habe jetzt das Netzkabel ausgetauscht und habe jetzt provisorisch ein neues Kabel angelötet, um die Uhr in Betrieb nehmen zu können. Ich möchte jetzt die Platine nicht auseinanderbauen, weil die Kabel sind sehr komisch geführt und einige Lötungen sind sehr schlecht zugänglich. Ich will jetzt nicht mehr kaputt machen, als nötig ist.
Ich lasse es mal darauf ankommen, die Uhr einzuschalten mit dem Netztransformator, also mit dem Trenntransformator. Immer dran denken, wenn man mit Netzspannung arbeitet, Geräte immer über einen Trenntransformator anschließen, weil da kann nicht wirklich was passieren. Im allerschlimmsten Fall schicke ich die Uhr jetzt in den IOL. Was eventuell auch passieren kann, ist, dass die Transformatoren durch die Nässe noch internen Kurzschluss haben. Ja, ansonsten, das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ich habe, wie gesagt, die eine Stelle, wo ist sie hier, die abgerissen war, habe ich angelötet. Das war die 10-Volt-Wicklung. Ansonsten ist zurzeit entfernt, wie gesagt, das Drahtputti. Das hat 100 Ohm. Das war auf der Rückseite. Deren Bedeutung ist, wie gesagt, noch ein bisschen unbekannt. Und ich habe entfernt den Ausgang, den externen Ausgang für den Taktoszillator. Und die Sicherung ist zurzeit nicht in Betrieb. Ich nehme die Sicherung in meinem Trenntrafo. Und ich würde sagen, du musst mal einschalten. Und manchmal ist die einfachste Logik die beste Logik. Die Uhr läuft. Ein Segment flimmert etwas. Die Röhren scheinen gemultiplex zu sein, weil das Flimmern sehe ich jetzt nur auf der Kamera. In Echtzeit sehen die Röhren stabil aus. Was heißt in Echtzeit? So also mit dem Auge betrachtet. Ich kann anscheinend die Uhrzeit einstellen. Der Schalter setzt die Nullstelle zurück, der Sekunden. Der mittlere Schalter scheint die Geschwindigkeit der Sekunden zu erhöhen und der oberste stellt anscheinend die Minuten. Jo, dann scheint die Uhr im Prinzip schon mal zu funktionieren. Es ging schneller als erwartet. Und ich prüfe jetzt mal, welche Aufgabe das besagte Putti hat und in welcher Frequenz der Oszillator schwingt. Die Uhr läuft jetzt seit einigen Minuten. Der Fehler, dass die Zehnerstelle der Sekunden nicht läuft, betrifft nur die Ziffer 0. Die Ziffer blinkt, also flimmert ganz schwach.
und es ist nur das Nuller-Segment. Die Vermutung liegt jetzt nahe, dass die Lötstelle für die Ziffer eventuell korrodiert ist. Einige Lötungen sind korrodiert oder sehr viele, sagen wir es mal so. Wie gesagt, es fehlt noch der 100 Ohm Widerstand. Das ist dieser hier. Das Putty, das ich jetzt noch einlöte. Ansonsten läuft bis jetzt die Uhr stabil, seit ungefähr 10 Minuten. Was ich noch nicht geprüft habe, ist die Temperatur. Jetzt ist die Frage, ob meine Thermokamera genug Akku hat. Sieht so aus. So sieht die Uhr in der Thermokamera aus. Die heißesten Stellen sind natürlich die Transformatoren. Wie gesagt, die heißesten Stellen sind die Transformatoren. Jetzt links oben im Thermobild. In der Mitte ist die Zählerplatine. Zu der sage ich gleich noch etwas. Ganz auf der rechten Seite im Thermobild ist der besagte 2N3055 Leistungstransistor. Und ganz unten natürlich die Nixie-Röhren. Und die Uhr läuft immer noch stabil. So, die Anzeigen flimmern immer noch. Jetzt ist natürlich der erste Verdächtige der Kondensator in der Hochspannungsgleichrichtung bzw. in der Glättung. Das ist der hier. Ich habe den Kondensator getrennt von der Masse. Das ist die Gleichrichterdiode. Der Kondensator selbst hat keine Beschriftung, weder auf der Vorder- noch auf der Rückseite. Es besteht natürlich die Gefahr, dass der ausgelutscht ist. Auf der Platine selbst, also in der Schaltung, sieht man, dass der Kondensator und die Gleichrichterdiode zusammengeführt sind. Und da ich den Kondensator jetzt auf einer Seite getrennt habe, kann ich ihn jetzt testen. Das mache ich mit meinem bekannten China-Messgerät. Bild. Wie spricht der Tester? ESR von 13 Ohm. Und 2053 NF. Also der ESR gefällt mir jetzt nicht wirklich. Ich würde vorschlagen, wir riskieren den Austausch des Kondensators, was eventuell die Stabilität der Anzeige reguliert, weil es wäre auch eine Erklärung, weil die Anzeigen werden nicht gemultiplext und das Flimmern kann wirklich dadurch ausgelöst sein, dass der Kondensator natürlich nicht arbeitet, insofern die 50 Hertz Netzspannung jetzt ein 25 Hertz Flimmern ergibt, was mit dem bloßen Auge natürlich nicht sichtbar ist, aber halt die Kamera,
die mit 60 Hertz filmt, sieht es natürlich als Flimmern. Ich würde sagen, wir riskieren mal, den Kondensator zu tauschen. No risk, no fun. So, ich habe gerade in meiner Bauteilkiste gesucht, ob ich einen passenden 2 Mikrofarad Kondensator habe. Natürlich nicht, der Klassiker. Das nächste, was ich hätte, ist ein 3,3 Mikrofarad Kondensator. Und der testet 0,34 Ohm ESR und 3244 Nanofarad Kapazität. Also die Kapazität ist knapp 1 Mikrofarad größer als die des alten Kondensators. Dafür aber mit etwas weniger Innenwiderstand und er passt von der Größe ungefähr rein. Insofern würde ich sagen, riskieren wir es, den Kondensator auszutauschen. So, ein Edit während des Edits. Die Aussage, der Kondensator ist groß genug, war natürlich Blödsinn, wie immer. Es fehlen die berühmten 0,0001 mm, nämlich an diesem Transistor. Und insofern nehme ich eine Alternative, nämlich einen Elko mit 10 Mikrofarad in axialer Ausführung. Und der ist hoch genug, dünn genug für die Position zu passen. Ach je. Yeah. Dann tauschen wir mal aus. So, wie gesagt, das hier ist der Kondensator und die Gleichrichterdiode. Die Gleichrichterdiode ist der White Wire, ungefähr mittig im Bild, und der Kondensator ist der dicke gelbe Block. Und beide gehen, wie gesagt, zur Anodenspannung zu den Nixies. Die Lötungen sind, wie gesagt, nicht ganz optimal. Aber ich tausche den Kondensator jetzt aus. Das Kabel, das den Kondensator und die Gleichrichterdiode durchführt, ist 1. Das heißt, ich muss jetzt das gesamte Kabel austauschen. Wie gesagt, die Konstruktion ist nicht wirklich servicefreundlich. So, der Kondensator ist getauscht. Ich habe mich am Lötstil ein bisschen an den Rest der Uhr orientiert. Habe sogar die Original Isolation benutzt. So, da kommt jetzt der Moment der Wahrheit. Funktioniert sie noch? Und siehe da, sogar in der Kamera sieht man jetzt kein Flimmern mehr. Die Uhr ist stabil. Das heißt, es war definitiv der etwas müllige Kondensator, der die Spannung nicht stabilisiert hat, beziehungsweise nur unregelmäßig stabilisiert hat. Das ist übrigens der alte Kondensator.
Wie gesagt, leider ohne Typenbezeichnung oder Hersteller. Und man sieht, die 0 leuchtet immer noch nicht. Das ist natürlich jetzt die Frage, ist es die Nixi-Röhre oder ist es der Treiber IC? Das versuchen wir jetzt mal herauszufinden. Die Funktion des besagten Portiers ist übrigens immer noch unbekannt. Also egal in welche Position ich das drehe, die Helligkeit ändert sich nicht. So, die Uhr läuft. Der einzigste Deal ist, dass die 10er Anzeige der Sekunden, die 0, nicht funktioniert. Ich habe inzwischen die Lötstelle nachgelötet, sowohl von der Nixi-Röhre, als auch von den Verbindungskabeln, als auch vom 7441. Das lässt den Schluss zu, dass der 141er defekt ist. Diesen werde ich nicht austauschen, weil er halt auf der untersten Platine begraben ist, die ich auslöten, also ausbauen müsste. Und es ist sehr kompliziert. Und ich will nicht mehr kaputt machen, als jetzt schon ist. Und ich denke mal, das ist ein akzeptabler Preis. Auch getauscht wurde, wie gesagt, der Kondensator. Und die Lötstelle des abgerissenen Transformators. Das war diese hier. Das waren die einzigsten Komponenten, die getauscht wurden. Wie gesagt, das Drahtportier, dessen Funktion ist immer noch ein Mysterium. Das ist der Drehkondensator zum Einstellen der Taktfrequenz. Diese Platine ist noch im Originalzustand. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Kondensator nachträglich getauscht wurde. So, zum Schluss fehlt noch die Erklärung der Elektronik, unter anderem des Oszillators. Der Oszillator besteht aus einem Quarz auf der anderen Seite der Platine mit einem Megahertz sowie einem Drehkondensator zur leichten Korrektur, einem invertierten Undgatter, also vier invertierten Undgattern, die damit einen Oszillator bilden, und sowie einen Frequenzteiler, zu dem ich gleich komme im Datenblatt. Ich muss jetzt mit drei Händen arbeiten. An der Stelle kann ich den Oszillator abgreifen. Und er sieht auf dem Oszilloskop so aus. Ich habe jetzt eine Grundfrequenz von ungefähr 999,99 kHz, wenn ich die Probe mal stillhalten würde. Und bin somit verdammt nah an Megahertz. Ich versuche jetzt mit dem Abgleichstift aus Kunststoff, das ist dieser hier, den Kondensator ein bisschen noch zu korrigieren, dass ich auf das Megahertz komme.
Da ich dafür jetzt die dritte Hand brauche, mache ich kurz eine Pause. So, durch das Abgleichen konnte ich den Oszillator auf genau 1.0000 MHz einstellen. Wer solche Abgleichstifte noch nicht kennt, diese sind aus Kunststoff und haben eine feine Spitze, mit der ich den Drehkondensator entsprechend drehen kann. Der sollte aus Kunststoff sein, um nicht mit dem Oszillator selbst zu interagieren. Die Uhr besteht im Prinzip aus zwei Hauptkomponenten. Das ist zum einen der Taktgenerator. Der Taktgenerator besteht aus einem 1 MHz Quarz. Dieser ist jetzt hier leider vom Distanzbolzen verdeckt. Dieser Quarz bildet mit dem 7400, das ist ein vierfaches Nicht-und-Gatter, einen Oszillator, das heißt, es werden nur zwei Gatter davon benutzt. Dieser Oszillator kann mit Hilfe des gerade vorgestellten Drehkondensators etwas justiert werden und somit exakte 1 MHz Taktfrequenz erzeugen. Diese Frequenz wird mit 6 7490 Bausteinen geteilt. Der 7490 ist ein zehnfach ein BCD-Zähler mit 10 Stellen, also Dezimalzähler. Und dieser Takt landet dann im eigentlichen Zählwerk und Anzeigewerk. Das besteht pro Stelle wieder aus einem 7490 und einem 7441. Der 7441 ist der Treiber für die Nixie-Röhren. Der bekommt als Eingabe einen BCD-Wert. Und dieser BCD-Wert stellt eine Zahl von 0 bis 9 dar und kann somit auswählen, welches Segment der Nixie-Röhre angezeigt wird. Der 7490 ist wie gesagt ein BCD-Zähler, der von 0 bis 9 zählt und nach der Übersprung von 9 auf die 0 wird praktisch ein Übertragssignal erzeugt, mit dem ich die nächste Stufe aktivieren kann. Dort gibt es wie gesagt wieder ein Und-Gatter, das prüft, ob jetzt die 6 erreicht wurde, weil die 60. Sekunde gibt es nicht. Das heißt, sobald die 60 erreicht wird, also die 6 genauer gesagt, wird ein Reset dieser Stufe ausgelöst und gleichzeitig ein Übertrag auf die Minute. Das heißt, von der Sekunde 59 gibt es dann die Sekunde 0. Und bei der Minutenzähler wird dann 1 addiert. Dasselbe Spiel auch beim Minutenzähler. Es gibt auch hier wieder eine Prüfung, ob die 59. Minute übersprungen wurde. Also der Übersprung von der 59. auf die 16. Minute löst wieder ein Reset aus dieser beiden ICs und ein Übertrag auf den Stundenzähler. Und der Stundenzähler hat dieselbe Schaltung, allerdings der löst aus beim Übertrag von der 23. auf die 24. Stunde. Weiterhin gibt es noch die Besonderheit, dass sowohl bei der Sekunde die 10er-Stelle ausgeblendet wird, sollte sie 0 sein. Also bei den Sekunden 0 bis 9 ist die 10er-Stelle ausgeblendet. Dasselbe auch bei der Stunde, dass die Stunde 0 bis 9 auch ausgeblendet ist. Das war gerade der Fehler, den ich gesucht habe, der nicht existiert, weil die Schaltung ist anscheinend so aufgebaut, dass die Nuller Sekunde und die Nuller Stunde nicht angezeigt wird, also ausgeblendet wird. Der Rest auf der Uhr ist im Prinzip ein bisschen Kleinkram. Zum einen das Netzteil, das ist hier noch zu sehen. Und wie gesagt, es ist eine Zusatzelektronik drauf, mit diesem besagten Drehwiderstand, die ist hier zu sehen, im Hintergrund. Ich kann es aber noch
genauer zeigen. Hier, das ist diese Elektronik. Was diese genau macht, kann ich nicht sagen, weil das Drehpulli hat keine Wirkung. Ob eine Platine benutzt wurde, die eine Funktion hat, die nicht umgesetzt worden ist, kann ich nicht sagen. Das ist so ein bisschen ein Fragezeichen. Das ist nochmal der Quarzoszillator von oben. Unten im Bild ist zu sehen der Drehkondensator. Und oben die 67490 Frequenzteiler bzw. BCD-Zähler. Links oben im Bild ist, wie gesagt, die drei Schalter, mit denen ich die Uhrzeit einstellen kann. Das ist nochmal die Treiberstufe mit den 67141 und den 67490 BCD-Zählern. Sowie im Hintergrund das Netzteil. Und der große stehende Kondensator wurde ja ausgetauscht. Der war defekt. Das ist die Platine von unten. Zu sehen ist, dass die Nixie-Sockel, wie gesagt, von Hand gelötet wurden, also die Drähte von Hand gelegt wurden. Anstatt auch eine Platine zu ätzen, es war wahrscheinlich einfacher, die Sockel von Hand zu verschalten. Und das Bild hatten wir schon und es ist mehr oder weniger die gesamte Uhr. So, die Uhr ist fertig im Originalgehäuse. Und mir ist auch ein Gedanken gekommen, wieso die 10er-Stelle auf den Sekunden nicht funktioniert. Es kann sehr gut sein, dass es gewollt ist. Weil die 10er-Stelle auf den Stundenzähler blendet ebenfalls die 0 aus. Wenn ich jetzt auf Fast Forward gehe, habe ich nämlich ebenfalls eine ausgeblendete 0 in der 10er Stelle. Es kann sehr gut sein, dass dies einfach geplant war. Und dass ich einen Fehler gesucht habe, der nicht vorhanden war. Das müsste jetzt der Besitzer der Uhr wissen, ob sein Vater das Ganze so geplant hat. Sollte es so geplant gewesen sein, dann ist die Uhr wieder 100% in Ordnung. Ich kann, wie gesagt, mit dem obersten Schalter die Minuten schnell vorspulen. Sieht natürlich basic aus. Mit dem mittleren Schalter kann ich die Sekunden beschleunigen. Und im unteren Schalter kann ich die Sekunden auf 0 zurücksetzen. Also die einer Sekunde kann ich auf 0 zurücksetzen. Das ist die zusammengebaute Uhr von hinten. Wie gesagt, besagtes Potentiometer ist in der Funktion immer noch unbekannt. Also ich habe keine sinnvolle Funktion feststellen können. Und die BNC-Buchse für die Frequenz habe ich das Kabel entfernt. Ansonsten ist die Uhr so, wie sie sein sollte.